So, herzlich willkommen zurück zu dem diesem Spiel im Viertelfinale Join Dota Masters. Viertelfinale zwischen Alliance und Fear Angers Sea Captain. Ich bin Sister Zorn und ich werde euer Sea Captain sein. In diesem historischen Spiel. Nein, es ist historisch für mich, weil es zum ersten Mal Alliance. Aber, Alliance haben nachgelassen, sollten vielleicht trotzdem der Favorit für dieses Spiel sein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe in der letzten Zeit sehr viel vor ASC gecastet. Habe gesehen, dass sie stark sind, habe gesehen, dass sie ownen. Aber es ist halt Alliance. Muss man sehen. Aber trotzdem, Alliance, very strong, natürlich. Die Frage ist, ob sie das halt immer noch sind. So oder so ähnlich wird es wahrscheinlich jetzt gefragt werden. Und ja, wir haben auf der Seite von Fear Angers Sea Captain. Kalu sollte wohl Jarax sein. Ne, Trixie. Kalu ist Trixie dann wohl. Stimmt, den Namen habe ich bei Trixie schon mal irgendwo gesehen. Ansonsten oder Arke, EGM, Pykard. Und der letzte Stand-in war nicht sicher. Meinerts steht zumindest bei John Dota drin, aber hatte mal irgendwas anderes gehört, aber Gott, mein Gott. Anyway, wir haben als Buns ähnlich wie im letzten Game, aber erstmal vor allem Kasten Sea Captains Bun das für sie Schlimmste raus, nämlich Tiny Wisp Combo, die Alliance doch sehr gut drauf haben, und den Lycan, der auch, ja doch, auch gerne gespielt wird mit Loda. Erstmal Skywrath Mage, Anfang vor Angers und Sea Captains, zeigen noch nichts damit, aber ob das so ein First Pick Hero ist, kommt halt immer drauf an, was sie damit anfangen wollen. Dann schauen wir mal, was Alliance hier first pickt. Was wird es sein? Im Chat oder in der Lobby wurde schon gefragt, hier, please Loda, please pick Naga, 150 Minuten Game. Ah, sag ich mal, please not. Aber Void ist es. Okay. Na, okay, es ist nicht Meinerts. Wer ist denn Nikwa? Finde ich jetzt erstmal nicht direkt. Aber erstmal Void Lion für Alliance. Void, ja. Okay. Ist erstmal ein starker Draw. Keine Ahnung, mein Gott. Es ist keine Combo. Sie picken jetzt Void und picken Lion. Vielleicht picken sie noch Witch Doctor. Wenn nicht, müssen sie das rausbannen. Ist ganz praktisch. Chrono ist immer noch too strong. Skywrath Mage ist vielleicht ein Nachteil dagegen, denn wenn Loda irgendwie jemanden selber mit der Chrono trifft, ist natürlich ein Problem. Aber, naja, kann ja sein. Also ich viel eher gespannt bin, ob es ein X für Pykard gibt. Und, naja, ob es vielleicht klassischere Heroes für Ake oder EGM gibt. Einfach aus der Hinsicht Richtung Chen, Richtung Enchantress. Die bekannten Helden der beiden. Die klassischen Alliance-Supports. Die wir wahrscheinlich in aktuellen Meta halt nicht drin sind, aber vielleicht bei Alliance könnten wir sie ja nochmal sehen. Ah, und es sind Eggs für 4AC. Okay, wahrscheinlich Boogie Eggs. Coole Scheiße. Aber schade, Pykard. Wird er wohl selber geäxt werden. Pykard ist zusammen. Ja doch, Pykard ist eigentlich für mich der Eggs-Spieler. Naja, Panda ist erstmal raus. Definitiv eine gute Wahl gegen so ein Team wie Alliance, weil Panda in guten Händen ist ja doch sehr stark. Ist natürlich dann ja so eine Sache. Reserve Time.
Surfzeit für Alliance beginnt jetzt auch. Und es ist ein Venture Spirit. Na gut. Venture Spirit ist natürlich halt auch immer der Core. Deshalb ist es natürlich schwierig, diesen Helden wirklich nicht zu bannen oder zu picken. Und er ist einfach zu stark. Besonders halt gegen Void. Das ist ein Insta-Bann. Um halt die Leute, die gekronet werden, halt auch nicht rausgeswappt zu lassen. Mal schauen, ob Frankers und Sea-Captain hier jetzt mit dem Witch-Doktor geht. Oder ob sie den skippen. Das ist halt ein starker Support. Zusammen mit Line würde das auch ganz gut passen. Aber mal schauen, ob Alliance mit der Combo gehen. Und es ist ein Razor natürlich, der gebannt wird. Na schön. Kein Razor hier. Kein Dazzle zum Aix. Und Alliance, schaut mal. Schauen, was Loda uns hier zeigen wird. Zusammen mit dem Void. Ob das ein Witch Doctor wird. Ob es was anderes wird. Ob es Dinge werden. Ob es eine Naga wird. Ob, keine Ahnung. Ob der Chen mal wieder ausgepackt wird. Dinge könnten passieren. Denn es ist ein normales Dota-Game. Wer hätte es gedacht? Ach man. Es ist Frankers und Sea-Captains gegen Alliance. Ich will Action sehen. Lass den Draft vorbei sein. Ich meine natürlich, der Draft ist strategisch sehr ansprechend und es ist ja sehr, sehr spannend zu sehen, wie die beiden Masterminds sich hier gegenseitig outdraften und outplayen. So oder so ähnlich. Glaubt, was ihr glauben wollt. Brop. Ancient Abrition. Auch eine Kombo mit Void zusammen. Ja. Gut, natürlich. Ist halt das oder ein Witch Doctor zusammen mit der Chrono. Und Ancient Abrition haben sie immer noch was anderes, außer die Chrono so. Eisblast kann reinkommen. Sie haben einen Chilling Touch, der Easy Hits für den Void gibt. Und mit der Master of Madness zusammen halt auch noch genug Damage vorhanden ist. Ja, ist ein guter Pick auf jeden Fall. Mal gespannt. Ich glaube, also, was ich bisher so gesehen habe, sollte... Es ist ein Ake Hero. Sollte Ake sein. Ich weiß nicht, ob Nick in der Mitte ist. Oder ob das vielleicht sogar EGM übernimmt. Hm. Einfach mal ganz kurz gucken. Letzten Matches hat er Offlane, Mitte, Support, Jungle. Okay, ich habe keine Ahnung. Medusa, eine frühe Medusa für Frankers und Sea Captains. Aix und Medusa zusammen, von daher ein bisschen sehr tanky. Und mit Aix, um das Midgame durchzustehen, könnte das ziemlich cool werden. Aber ja, Medusa, es wird spät. Dieses Game wird sich noch etwas ziehen. Oh, ich schlaf den schon mal ein. Please Aix, please do something in the early game. Frühe Medusa, okay. Mal gespannt, ob das Game halt spät werden wird, wenn Frankers und Sea-Captain sich ihn ja komplett überrollen lassen. Dann könnte das durchaus spät werden. Wenn allerdings jetzt, tja, Medusa snowballt, oder nein, Aix snowballt, Medusa im Spiel bleibt und Alliance even sind, dann wird das spät. Dann wird das ein Dusa-Game. Und Alliance ein bisschen überrascht von der Medusa und müssen erst so, euer Wut. We need a minute. Außerdem hätte ich gerne, na gut, ist mit der Reserve-Zeit ein bisschen blöd am Anfang, aber so First Hero Random oder so wäre halt auch schon mal cool so. Das sollte man einführen, dass es halt Good Manners sind, First Pick ist Random oder sowas. Das wäre ganz cool. Aber naja. Wir haben Alliance gegen Frankers und Sea-Captains. Pappgedanken haben in diesem Spiel keinerlei nichts zu suchen. Auch nicht, wenn Aix Medusa antritt gegen Necro. Und ja, es ist tatsächlich Necro und Wisp. Aber dann gibt es natürlich auch noch Ogre.
Es ist wieder die Wahl. Wir haben halt ein bisschen Blattlast für die Medusa und für den Aix. Auch im Late Game super. Und da muss man halt sagen, im richtigen Late Game fällt Ancient Abrition ab und fällt Lion einigermaßen ab. Daher vielleicht ganz gut, aber gut, Skywrath Mage fällt natürlich auch auf. Also noch keine Aussagen, die letzten Picks und Bans werden wahrscheinlich irgendwas sein, was halbwegs im Midgame klarkommt. Fireguest und Sea Captain brauchen noch eine Mitte. Und Alliance auch. Ja gut, Necro Offlane. Bin ich mir nicht so sicher, von daher wahrscheinlich eher eine Offlane noch, eine gute. Oder eine Carry. Die Loda Naga kann ja immer noch kommen mit dem Void Offlane und Necro Mitte. Oder Safe Lane eben halt, je nachdem, wo die Naga hingeht. Wahrscheinlich Mitte sollte, oder ja, geht ja bei Loda auch. Mal gespannt, ob sie hier gebannt wird oder was generell, was Loda picken wird. Quap gebannt. Und Last Pick wird sein... Hype, 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 Hype. Ja, nein, vielleicht. Unnütze Füllworte. Und Ums. Ich habe nichts mehr zu sagen, aber die Spannung steht. Was kommt jetzt? Na komm schon. Keine Ahnung. Na, dann lässt es ja eine Zeit. Und als letzter Pick kommt in spätestens 15 Sekunden. Irgendein Hero. Oder random sieht das. Ist ja auch cool. Die Lanes sind so weit, dass sie es random können. Nein, Tidehunter, okay. Offlane Tidehunter, Necro Mitte, Void Carry. Lion und Ancient Abrition supporten das. Ganz Standard von Alliance. Nichts Besonderes, kein greedy Lineup. Ist ja auch okay. Sehr viel Sustain. Einiges an Tank. Schön gut, gut einiges an Heal. Ist ein schönes, sicheres Lineup. Können wir schauen, was mit Dummerman hier für Feuerkast und Sea Captain pickt. Ob er jetzt hier, er wird wahrscheinlich die Medusa spielen, von daher müsste er den letzten Anker picken. Die für ihn feeden. Mal schauen. Ja, wie gesagt, das ist eine Mitte. Es sei denn, sie machen Sky mit. Oder Ogre Magi Offlane oder sowas. Aber nein. Necro in der Mitte sein, da kann man sich immer drauf einstellen. Und es wird ein Platzsieger kommen. Das vierte Game in Folge, wo ein Platzsieger gepickt wurde. Suddenly, Platzsieger Meta. Dass ich das noch erleben darf. Und es wird tatsächlich ein Platzsieger mit Tumberman auf der Safe Lane. Ein Nemphi wird wahrscheinlich die Medusa in die Mitte bringen. Okay. Die Lanes sind, glaube ich, recht statisch. Sollte eigentlich es sein. Ja. Ja, Boogie übernimmt den Aix, damit ist er auf der Offlane. Valix und Trixie als Support auf der Offlane. Und dann sollte das soweit passen, eigentlich. Prepare for battle. Tja, wie schon gesagt, Nemphi wohl in der Mitte auf der Medusa. Und Metumaman übernimmt das auf dem Bloodseeker. Das ist der Safe Lane. Alliance! Haben tatsächlich Loda auf dem Necro. Necro war Support. Zusammen mit Ake. Und das lässt EGM auf der Offlane. Und Piket macht den Carry Void. Ja, ein Nemphi sollte da nicht runtergehen. Und ein Stare-Down wie immer an den Runen erstmal. Aber ja, Nemphi geht zurück an die Rune und geht zurück an seine Creeps, um den besseren Pull-Block zu haben. Mal schauen, Vardix
guck mal in der Rune vorbei, denn falls da niemand hingeht, könnte man da hingehen. Aber ja, sieht jetzt auch hier, okay. Sind Leute da. Oder, Loda? Ah. Lanes gewechselt. Pikert in der Mitte. Auf dem Void. Mitte Void gegen Medusa, okay. Hm. Lanes rumgeswitcht. Vielleicht funktioniert das ja besser. Void kriegt dadurch mehr Farm. Ist früh Level 6. Hat natürlich auch Vorteile. Offlane sollte vielleicht jemand hingehen. Okay. Boogie startet im Wald. Und ja, Ogre Magi übernimmt die Offlane. Interessant. So kriegt Ogre Magi immerhin ein bisschen was. Haben wir ja gesehen. Okay, Titan auf der Offlane. Ja. Ist nicht so wild. Machen wir halt so. Obwohl Metumaman eigentlich jetzt, ja, als Melee da doch ein paar Probleme eigentlich mit haben sollte. Aber Scareth Mage reicht eigentlich auch gut aus, um alleine klarzukommen. Und alleine zu Harrison. Und die GM geht schon mal weg, hat den Pool leider nicht hinbekommen. War zu spät. Und holt sich jetzt ein bisschen Erfahrung ab von diesem Doppelpool. Hat hier halt den Ward. Sieht bei ein bisschen rein und kann ungefähr sehen, was da los ist. Aber die Creep ist schon down. Kann halt ein bisschen Axe die Erfahrung mitnehmen. Deshalb sieht man auch hier Boogie, der halt die Lane doch schon sehr weit in diese Richtung runterzieht, einfach damit mit EGM hier keine Erfahrung bekommt. Sehr schöne Details zu sehen. Spins kommen jetzt. Ja. Und alles effizient. Ogre auf der Toplane ist noch Level 1, darf sich nicht so weit vorwagen. Okay, stacked. Und Trixie hält das auf. Sehr schön. Ja, Nikwa stackt nur in den Jungle. Für Pikert, der natürlich sich über Farm freut. Gefarmter Void ist immer so ein Problem. Das war ein bisschen daneben. Aber auch mit dem Damage. Ist das nicht gereicht. Trotzdem, Level 1 noch auf EGM. Und dafür selbst der Ogre Magier ist Level 2 schon. Das ist nicht so toll. Ogre Magier kann auch wesentlich besser auf dieser Lane sein, obwohl Hardstopper Aura tatsächlich... Naja, auf lange Sicht tatsächlich zieht ihm das Leben ab. Ungefähr ein halbes oder ein Drittel Leben pro Sekunde. Aber mit 3,2 Generationen kann er da schon am ehesten bleiben. Kann er nichts tun, absolut nichts. Aber kriegt immerhin seinen Space. Und ein bisschen Erfahrung. Und das ist halt auch genau das, was Ogre Magier braucht. Offlane ist, kann man im Pub ganz gut spielen. EGM kann hier nicht mehr stacken. Da bleibt Valix dran. Sehr schönes Play hier. Nymphi gegen Pikert. 15-3 gegen 14-3, also even. Aber First Blood von Nikwa, na gut. Haben wir den Ogre gefunden, war zu weit vorne. Stunts sind draußen. Es ging so schnell, konnte ich gar nicht mehr gucken. Stun, Chilling Touch, ja. Ist halt einiges an Damage. Slow ist jetzt auf Nymphi, kann man ein bisschen was raushauen, wenn der geslowed ist. Aber nur ein bisschen Dominanz zeigen von Pikert hier. Als Ex-Spieler kann er das definitiv. Ansonsten, ja, EGM ist immer noch Level 1. Trixie Level 3, immerhin. Hat ja auch mal Offlane gespielt. Aber Smoke hier gebrochen tatsächlich. Das ist groß. Immerhin kriegt sie sogar jetzt hier die Rune dafür. Ganz gut, aber sollte sich nicht zu weit vorwagen. Denn da kommt Pikert an. Und er hat einen Jump. Der hat einen Jump und braucht ihn nicht mehr. Bricht hier nochmal die Clarity ab, weil er weiß, dass er tot ist. Von oben kam er schon Loda an. Und Ake kriegt tatsächlich den Kill. Nymphi mit einer Haste-Rune. Kann jetzt Pikert doch zerstören. Der halt auch schon wieder ein bisschen wegrotieren musste. Aber Backtracks sind natürlich auch möglich hier. 2-0 für Lines. Trotzdem halt Kills, die ja nur auf den Ogre passiert sind. Und der Ogre ist halt
Schon Addition. Prinzipiell hätte Boogie auf die Lane gehen können. Kriegt aber jetzt im Jungle mehr. Von daher, anstatt die Lane leer zu lassen, schicken sie Support hin. Kriegen sie mehr als sonst. EGM ist sowieso schwierig tötbar. Ist jetzt Level 2 gerade so geworden. Valix bleibt an ihnen dran. Geslowed ist es jetzt. Aber ein bisschen knapp vielleicht hier. Ah, reicht nicht. Reicht nicht. Der Kill wäre es gewesen. Oder der Kill ist es jetzt immer noch, okay. Weil Anchor's Mech nicht genug ist. Aber, ja, mit Hummerman hat es wohl noch nicht mit Bloodrite so ganz drauf. Und das hat so eine Reichweite. Ob man das dann halt nicht nach oben macht, das... Dachte wohl, dass es passt und hat nicht passt. Naja, kommt vor. Tja, Pikehart wird so langsam ein bisschen demolished. 19.5 gegen 34.7 auf 4 ASC. Hex im Jungle bei 43 Last Hits, aber das sind halt auch alle kleine Creeps. Valix hat nicht wirklich Zeit, eben zu stacken. Aber naja. Und zu guter Letzt, Matoma Man mit 35 zu 33. Wir haben durch die ganze Lane denied. 35 zu 34. Seriously. Das ist some sick denies. Definitiv. Midas first. Und ja, da würde er dann Last Hit sparen. Von daher muss er dann nochmal zurück. Gute Lane Control hier von Matoma Man. Nein, da dann Last Hit verpasst. Muss aber hier ein bisschen die Lane zurückhalten. Dass sie sonst zu weit pusht. Und wollte nicht tanken, anscheinend. Tja, ansonsten, Rotations von Alliance sind halt doch trotzdem... Holy shit, macht das viel Damage offline. Aber jetzt ist der Damage da. Medusa hat noch ein bisschen Mana, jetzt aber kein Mana mehr. Aber Nemphi lebt immer noch und muss hier tatsächlich weggehen. Rupture auf Pikehart. Das sieht nach einem Kill aus. Meanwhile, Skywrath Mage kriegt Ake down. Man hat einfach nur den Last Hit auf den Lion noch gerade so gesetzt. Und auch Pikehart geht hier down. Schön gefightet. 3 zu 2 auf einmal. Und wichtige XP und wichtiger Gold für die Zeit. Für Vorhinkasten Sea Captain. Tjo. Und Human Man farmt weiter, aber jetzt ein bisschen mit den Denies abgelassen. Das ist sehr schade für ihn. Pikehart nimmt jetzt die Bottom Lane und gibt Nikva ein bisschen Space. Wobei Tidehunter in den Jungle ausweichen muss. Die Lanes fallen für Alliance auseinander bis auf die Top Lane. Die sehr gut läuft für Alliance natürlich. Hey, wer hätte es gedacht? Loader auf Necroforce sollte nicht allzu schwer sein. Auch auf Midas. Daher beide Midas Gaming, beide Carries. Und. Tja, aber Ogre Level 5. Nach der Zeit ist auch schon ziemlich gut, 14-4. Das sind, ja, einige Last Hits für so einen kleinen Ogre, der eigentlich Support anfangen musste. Von daher läuft es für Trixie gerade, glaube ich, besser in diesem Game, als er es gehofft, also als er es erwartet hätte. Pikehart findet hier eine DD-Rune und wird wahrscheinlich dann mal anfangen, Boogie zu finden. Nein, zum Glück für ihn nicht. Hat zwar keinen Hinterherjumpen, aber naja. Naja, Kado wurde wieder gefunden. Und, oh Gott, Trixie ist tanky, aber nicht so tanky und geht hier down. Das ist halt das Problem, er kann halt auf die Lane bleiben, aber sobald ein Support kommt und er out of position ist. Und out of position heißt über diese Linie hier. Oder je nachdem über diese Linie hier. Das ist natürlich recht schwer, doch ständig bei einer Solo-Lane diese Kontrolle über sich selbst zu haben. Ja, Pikehart hofft, dass er Boogie findet, aber Boogie hat sich schon mit den ganzen Boots so weit hoch gereckt. Dass er jetzt auch mit der DD und der Krone nichts findet. 33 Last Hits. Ist ein bisschen wenig. Medusa hat da schon einiges mehr. Kann auch auf der Lane bleiben. Und ist natürlich nicht gestorben. Hilft. Moin, Custom Sea Captain. Beginnen hier sehr stark. Außerdem halt, Boogie hat bei dem Blinkdagger. Und zwar jetzt sogar. Also 39 Blinkdagger. Not bad. Ogre-Mag... Wut? Ach, okay, okay. Ich dachte schon gerade, Ogre-Magier und Valix haben hier irgendwie... Hallo oder down bekommen. Hätte ich schon gedacht, okay, nein. 1 zu 1 straight. Ogre überlebt das tatsächlich. Kriegt einiges an Death, an Gold. Und jetzt will er sogar Nikva töten hier. Hat hier natürlich das Mana. Und Multicast? Nein, kein Multicast. Okay.
Ist halt eine ganz, ganz schöne, eindeutige Sache. Wenn Multicast, dann tot. Auf dem Level. Es ist halt Level 6 und geht direkt roam. Passt ganz gut. Radiant's top tower is under attack. Dire's bottom tower is under attack. Matumaman pusht jetzt hier den Tower. Ist halt bei 68 zu 41 richtig gut dabei. Muss natürlich jetzt sehr aufpassen. Ist sehr allein. Wir sehen jetzt hier, dass niemand kommt. Aber jetzt kommen auch die Rotations von Alliance. Loader ist da. Und Loader denied diesen Tower. Aber, ja, Matumaman lässt ihn da nicht locker. Aber, Matumaman wird getroffen. Muss sich da zurückziehen. Schöner Eisblast halt von Nikwa, der halt hier Schlimmeres verhindert. Midas? Midas? Loda! Na gut, dann bleibt ihr in die Midas auf Kudan. 1800 Gold. Sollte ein Mecker werden. Aber wir werden sehen. EGM, Level 4 nach 11 Minuten. Boots und Bottle. Ey, das ist einiges, das ist ein großer Stack. Aber die Frage ist halt auch, wie viel davon Pikehead bekommen darf. Sieht nach gar nichts aus. Good for him. EGM kriegt hier gute Levels und guten Gold. 200 Gold hat er jetzt. Das ist komplett surround. Naja, aber dafür ist der Anchor Smash da. Vorhin und Sea Captain sind sehr aggressiv. Void wird jetzt hier gefunden. Oh, und wird gecallt, das ist bitter. Direkt auch Astral Flare, aber einige Backtracks. Und tatsächlich haben sie kein Damage. Das ist auch krass. 1000 Leben und einen Aches und einen Scareth Mage schaffen es nicht, hier den Void Down zu bekommen. Wird mit Better Than Expected. Wahrscheinlich einiges backtracked worden. Obwohl es nur auf Level 1 ist. Aber wenige Spins, weniger Damage. Schwierig. Und jetzt kommen wir Alliance hin. Und wollen was wissen. Loda hat den Blink. Oop. Und Boogie spottet das direkt. TP's Reactions kommen direkt. Matumaman ist da. Ja gut, Trixie wird da nicht wegkommen. Aber was tun können wir nämlich trotzdem? Nämlich Loda hier holen. Der wird jetzt direkt gechoppt. Ake wird der Nächste sein. Chop down. Und Trixie lebt immer noch an der Seite. What the fuck? Überlebt jetzt gerade so auf den Pikehead, der einen Timelock bekommt. Aber nächster Chop Chop. Boogie mit einem Triple Killer hier. Chop Chop durch die ganze Gegner macht. Hat sogar noch Mana hier. Hat jetzt aber keinen Mana. 60 Mana, schade. Kein Chop Chop für ihn. Ultra Kill für den Aches. 8 zu 6 steht es hier. Und vor AFC. Machen einen gewaltigen Trade. 4 zu 2 tatsächlich. Vardex geht noch down. Trixie in den Bäumen. Aber 1400 Gold. 2000 XP Unterschied. Gewaltiger Sieg für 4AC. Starke Performance. Und ja, Alliance wurden vollkommen überrascht davon. Was ist übrig? Wir sehen eine krasse Verteilung vom Networth. Das, ja gut, das liegt halt nur daran, dass EGM so weit Seite hinten ist. Und hat, was ein Problem ist, tatsächlich Pikehead, der sehr weit hinten ist. 3800 Networth. Medusa hat fast doppelt so viel wie er. Und wir haben einen Axe, der halt gejungelt hat. Vorher sie haben Greedy gespielt, aber anscheinend kommen sie damit durch. Networth 7500 vorne. XP ähnlich. Kein einziger Zeitpunkt, wo Alliance mal vorne war. Außer das da hinten und das sieht. Das ist ja mal so ein bisschen buggy. Bloodseeker holt sich jetzt auch noch Loda alleine. Fuck. Zu viel Grafen geguckt. Das Problem eines Nerds. Das ist bitter. Der Jungler holt sich jetzt die Carries des gegnerischen Teams alleine. Das ist so der Zeitpunkt, wo es dann doch kritisch wird. Trixie hat hier noch mehr Space. Aber mit dem Soul Ring und Level 7 hat er auch eigentlich alles, was er haben will. Nymphie geht in den Dschungel. Okay.
überlässt halt den anderen die Lanes, die erstmal noch ein bisschen kommen müssen. Wie sieht es hier aus mit in Sachen Linkins? Ah, erst Yasha. Also, starker Fighting-Build. Early Fight. Und wie man sieht, scheint es zu funktionieren. Boogie zeigt Dominanz gegen EGM, der tatsächlich Level 7 ist. Endlich seine Ravage hat. Aber doch. Er hat ganz gut aufgeholt. Der Stack war viel. Aber. EGM. Will ein bisschen. Will den Ex ein bisschen, dass er das Creepcamp vorhin ankratzt, damit er weitermachen kann oder was. Irgendwie so. Sehen sich hier untereinander, aber EGM hat tatsächlich ein kleines Problem. Aber Boogie will nicht EGM, Boogie will Loader. Ravage wird noch benutzt, um es aufzuhalten, aber Chop Chop. Easy Chops und oh, läuft gerade so noch einmal zurück in den Eisblast. Aber Level 1 Eisblast sollte nicht das Problem sein. Tja, wofür ist genau nochmal sein komplettes Team hinter Intipid? Um zuzugucken. Okay. Double Kill für Boogie. Ohne große Probleme. Haben tatsächlich noch XP davon bekommen. Na gut. Aber ja, das Gold, 700 Gold. Der Ex wird fett. Und ist auf dem Weg zum Arganims. Braucht noch 1000 Gold. Frühes Arganims, frühes Chop-Top für Supports. Und ja, wie war das? 450? Ja, 450, das ja, ist, das ist Lion. Und Edge Inhibition so ähnlich. Na, hat die Urne. Es hilft. Nemphi mit der Double Damage Rune, die noch früh ist, kriegt natürlich hier die Chrono abbekommen, wenn sie ihn finden. Das sieht nicht so aus. Entkommt gerade so diesem Schicksal. Mal schauen, ob sie jetzt umdrehen, sehen ihn auf den Lane, aber nein. Wollen jetzt die Mitte haben, Piker ist da. Easy Chrono. Ja, das ist Boogie. Okay. Das war einfach. Aber das war die einzige Chance, diesen Ex umzubringen. Nämlich so ein Gank. 600 Gold. Sehr viel hier abgegeben. Trotzdem hat der Axe schon sehr viel Space created und jetzt sind 4SC im Jungle von Alliance, finden hier Loda, aber Matoma Man ist nicht da, beziehungsweise kann halt auch nichts machen, Rapture auf Cooldown und außerdem sind drei Helden von Alliance hier. EGM ist da, wird geslowt. Ah ja, diese Mystic Flare war ein bisschen off-target. So, 100%. Multicast und Lion ist tot, okay. Ah, Ogre too strong. Ogre ist sehr stark. Pike hat kein TP und also auch keine Chrono. Kann er da nichts machen. Aber immerhin weniger verloren für Alliance, als es vorher sie möglich gewesen wäre. Waren sie jetzt sehr knapp an Loda dran. Und ja, nur Ake ist gestorben. Immerhin. Alex, nein. Alex hätte hier gerne Loda gehabt, aber Boogie kam da zu spät, um zu goen. Pikert wird es unten gesehen. Da werden sich die Leute erstmal ein bisschen zurückziehen. Aber halt auch Loda wird gesehen. Zusammen mit EGM. Auf der Toplane. Wahrscheinlich wollen sie tatsächlich trotzdem Go machen. Ah, Call verfehlt. Und weg da. Hit or Miss ist halt die Situation. Latsika im Jungle. Zweimal sind sie geblieben. Die Midas halten auch Loda noch im Spiel. Und sorgen dafür, dass das Matoma Man hier ganz klar oben ist. In Sachen Farm. Geht auch wieder auf Sentient Yasha. Aber kein Oils hier, sondern Blade Mail. Also ein bisschen was vom anderen Schlag. Wie im letzten Game von Team Meepwn ausgepackt wurde. Boogie ist... Hat er jetzt was gekauft? Nee. Hat jetzt tatsächlich die 800 Gold verloren, bevor sie vorher ausgegeben hat. Das ist doof gelaufen für ihn. Hätte halt durchaus sich leer kaufen können, bevor er gestorben ist. Aber war halt... War nicht rechtzeitig genug da anscheinend, oder? Wollte es nicht, oder so. Es hat ihn einiges an Gold zurückgeworfen für das Arganims. Und vielleicht kommt es jetzt sogar
Spät genug, dass sie allein damit dealen können. Pikehead wird Engines farmen. Und vor SC werden versuchen, die Toplane in der Zwischenzeit zu nehmen. Sie haben super Wards da. Der Ward sieht alles, aber halt auch Alliance weiß Bescheid. Von daher wird zurückgegangen. Dann sind ja weg. Außerdem, warum habe ich Loda noch nicht gesehen? Ah, jetzt smoked hier, wenn ich gucken will. Na gut. Haben natürlich einen Smoke gesehen, was ziemlich bitter ist für Alliance. Moldering Musk of Car. Und die Scythe of Pestilence. Tja. Smoke wurde gesehen. Vorher ist diesen Dreck weggegangen. Alliance haben das halt auch durch den Ward hier gesehen. Und sind dann auch wieder weggegangen. Aber vielleicht kommt ein Roshan raus. Wurde hier nicht gesehen. Sind es gerade ausgelaufen. Jetzt, Alliance macht erstmal Pause, um Stream-Sniping zu gehen. Nein. Kurze Skype-Issues. Tja, selbst schuld, wenn ihr noch Skype benutzt. Wofür gibt's TeamSpeak? Wofür gibt's Mumble? Die dafür ausgelegt sind. Außerdem hört Microsoft nicht mit. Das ist meistens ein Vorteil. In allen Belangen. Tja, Alienware Cup ist auch dabei. VP gegen Tinker. Nip gegen Empire. Mal schauen, wenn diesen fertig sind. Ob die Leute danach die Joint oder Masters hier gucken gehen wollen. Tja, auch schön. Trap von Alliance. Hoffen jetzt hier, dass sie eine Ward hatten. Das Problem ist, sie hatten keine Ward. Und schön getrappt, aber wird nicht erfolgreich sein. Top Tier 2 Tower wird gepusht. Alliance guckt, dass sie vielleicht den Bottom Tier 1 Tower bekommen. Und der Rest hält sich doch sehr, sehr stark zurück. Haben alle TPs. Würde gerne. Weiß ich nicht, ob vorher sie hier traden wollen. Oder ob es okay war. Sind halt jetzt gut dabei, sollten den T2 eigentlich haben. Boogie ist gut in Position. Nymphisat unten könnten sie eventuell Go machen, aber sie wollen halt auf jeden Fall den Tower oben bekommen. Von daher sehr wenig Damage halt. Und sie sind voll prepared, dass da Rotations kommen. Und im Moment geht jetzt hier rein. Radiant müssen fortifieren. Und ja, Nymphi ist auch schon weg. Von daher wird hier auch auf beiden Seiten fallen gelassen. Tower wird fortified, aber geht hier down. T1 für Tier 2 Trade. Damit sind Alliance glücklich, weil sie den Towern sehr, sehr weit zurück sind. In Net. Holy fuck, what? Ja. Caster stupid, Caster macht nach 22 Minuten das erste Mal das. Ah ne, ja gut, habe ich schon mal hier gesehen, bis hierhin habe ich gesehen, aber holy shit, 14.000 Net Worth. Ja, Alliance wollen traden, 15.000 XP. Alliance haben Probleme. Ähnlich wie Team Empire im Game 1. Sieht das hier, tja, es ist nicht so ein krasser Stomp wie Meepon gegen Empire. Wenn ihr das Game 1 nicht gesehen habt, müsst ihr es unbedingt sehen. Wie ist es ausgegangen, 36-3 oder so? Ah, sehr schön. Sehr Stomperino. Miporino. Das hier ist nicht ganz so stompig, aber von den Grafen her schon. Andererseits wird das andere Game auch schon vorbei. Tja, vorher ist Season stark. Alliance ein bisschen auf der Backhand und sie haben eine Medusa. Und die Medusa hat die Skadi fertig. Nach 23 Minuten. Mit dem Yasha zusammen. Ist halt hier so, dass sie halt einfach keinen Legends braucht. Nur gegen einen Hex ist das halt ein bisschen unnötig. Und gut gegen die Scythe, aber die Scythe, es kommt halt immer als letztes, von daher ist die Linke da ein bisschen sinnlos gegen. Tja, Lion kauft jetzt den ersten Gem. Und hier mal ein bisschen Counter Warden. Liegt jetzt ein Aki hier, was zu tun. Sentry Ward hat auch schon gewusst, wo platziert. Und T2 Tower in der Mitte ist das Ziel von 4AFC. Mal schauen, ob Alliance irgendwie defen wollen. Haben es halt. Ja, sie haben halt Ravage. Sie haben Ice Blast. Sie haben Chrono. Void kann halt immer rein TPen.
Aber. Halt auch vorher ist sie sehr, sehr, sehr defensiv hier. Und wenn es geht, lassen sie einfach nur Medusa tanken. Die mit Blood Rage und Bloodlust sehr schnell ist und sehr viel Damage macht. Und noch Leben dazu bekommt. Ja, das ist ziemlich fett. Gute Attack Speed. Und holt ihr doch die Creeps einigermaßen gut. Steht hier und fightet. Roshan wird wahrscheinlich das nächste sein für 4FC. 4ASC. 4FC waren die anderen. Das war die Krilli und Friends. Na, 4Friends und Krilli, andersrum. 4Krillis und Friends. Ah. Wie viele Freunde hat Krilli denn schon, wenn er schon 4 ist? Nein. Tja, mal schauen, ob es Roshan wird. Sieht so stark danach aus, dass es Roshan wird. Und es sieht auch nicht so danach aus, als ob Alliance irgendwas gegen tun könnten. Sogar so weit, dass Medusa einfach gar nicht mehr drin ist. Hat jetzt noch ein Stage frei, wird die Lane rauspushen, wird danach casually hinwalken und die Aegis abholen. Ice Blast kommt raus. Roshan wird gescoutet. Und Alliance, tja. Können da nicht so viel machen. Mal schauen, ob sie es versuchen. Sieht so ein bisschen danach aus. Oh, nee. Arganim ist fertig. Und Manabu ist fertig, immerhin. Blink ist halt auch da. Daher nehmen wir mit Thomas Man stehen da halt alle drin. Der Rest steht außerhalb. Ganz gut. Aber, ja. Dieses Feuer wird erstmal verhindern, dass geblinkt wird. Und oh nein, EGM geht da rein, wird direkt gestunt. Bitter, keine Ravage. Roshan wird erstmal fallen gelassen, weil, hey, hier gibt es Kills zu holen. Call. Ah, mit Thomas Man geht hier einfach so down. Boogie hat ein. Steht halt stark drin, aber es sind immer noch drei, die einigen Damage rausmachen. Dann sagen sie, hey, Platzig ist jetzt down, Dominating Streak, geht der Nikva. Aber wir haben ja noch so einen Roshan. Bevor jetzt wieder so eine sneaky Kram ausgepackt wird von hinten. Kommen wir lieber ans Roshan, sind sicher und fighten dann halt weiter. Ravage ist ja noch ab, von daher können sie vielleicht nicht direkt Highground gehen. Warten auf jeden Fall auf Midtumberman, der bei 15k Net Worth halt schon wichtig ist. Andererseits 15k Net Worth, hey. Wenn sie 15k Networth von Blattsieger rausholen, sind sie wieder even. Daher. Alliance sehr weit zurück. Abgeschlagen hinten. Könnt ihr jetzt mit anfangen mit, oh, der Gewinner von International. Tja. Aber nein. Lassen wir das. Das frühere Alliance mag vielleicht nicht mehr so viel, nicht mehr so weit vorne sein wie das heutige Alliance. S4 war ein großer Einschlag und auch Bulldog. Großer Teil von Alliance, die hier nicht dabei sind. Tja. Hm. Okay, dewardet ein bisschen. Nutzt den Kurier. Auch schön. Aber immerhin hat er den Gem noch. Und anscheinend packen sie noch nur zum dewarden aus. So, Smoke von Boogie. Findet hier Doppelcall. Oh, das ist übel. Astral Flare. Schöner Floder. Und Loader poppt instantly. EGM muss hier abhauen. Wird aber nicht wegkommen. Chop, chop. Nächster Chop. Zwei easy, schnelle Kills. Buybacks sind vorhanden. Nur Floder. Der das vielleicht nicht unbedingt benutzen will. Und jetzt kommt eventuell ein Hackground Push. Wenn zwar EGM vielleicht diesmal nicht abhalten können zu ravagen. Aber trotzdem werden sie jetzt Highground gehen. Und Loda kann buybacken, wird es wohl müssen. Aber es sind beide geforst. Schwierig. So. Und vielleicht werden wir die erste Ravage von EGM sehen. In diesem Game. Und zwar gleich. In 20 Sekunden, wenn Loda wieder da ist. Der T3 auf Feld. Bisher noch nichts passiert. Alliance hoffen, dass sie warten können auf Loda. Sieht so danach aus. Aber ich weiß nicht. Ich glaube, vorerst wird er nicht einfach fighten. Medusa mit der Aegis können sie nicht so viel tun, ne? Milirex sind down. Mantrax werden ja auch down gehen. Easiest Rex of my life, sagt sich Nemphy. Und sagt, ach, ich bleib noch stehen, nehme noch die Creeps mit. Come and get me. Oder eben auch nicht. Tja, Top Tower oder Bottom Tower. Beide sind halt auch greedy, können es auch tun, haben jetzt halt nur noch eine Frage der Zeit. Aber wenn jetzt die nächsten
Ja, nächsten Rex pushen einfach. Vielleicht noch vorher mit einem Pickoff. Weiß nicht, ob sie noch einen Smoke haben. Nope. Oder kommt da noch ein Smoke? Da kommt kein Smoke. Na, müssen jetzt einfach nach Hackground laufen und da was tun. Tja. 29 Minuten waren das die ersten Rex. 2 Minuten noch auf der Aegis. Das reicht für Hackground zu pushen. Und vor SC sehen so aus, als ob sie das erste Game gegen Alliance gewinnen. Auf jeden Fall sehr stark dabei, besonders Boogie auf dem X. Sehr schöne Plays bisher. Gucken mal hier, ob ein Ward ist. Nope, kein Ward. Also setzen wir dann Ward. Und High Ground it is. Alliance sind an der anderen Seite der Map und chillen rum. Aber gut, Nemphy steht hier, musste sowieso nach oben stehen. McCreepy steht hier, um die Backdoor Protection aufzuhalten und macht aber sonst nichts. Nemphy tankt das einfach alles. Hat ja Aegis. Hat sie nicht mehr lange. Und schickt sich an, das halt zu machen. Benutzt auch außerdem das nur zum. Ups, Loda wird hier gefunden. Loda alleine von hinten ran. Stirbt ja auch alleine. EGM blinkt rein. Keine Ravage. Oh, schön. Allerdings natürlich sehr schöne Chrono. Aber wird es noch was bringen, ist die Frage. Sieht nicht danach aus. Pycat geht hier down. Chop, chop. Und GG. Nein. Ach, wäre das so ein schönes Ende gewesen. Na gut. Doch, Chop Chop, GG von Loda. EGM, keine einzige Ravage in diesem Spiel, soweit ich es gesehen habe, rausbekommen. Chop Chop, letztes Chop Chop für Loda. Und das Spiel beendet sich mit 20 zu 8 nach 30 Minuten für ein sehr, sehr klares, ja, hier, 30k Networth. Für voreingesessene Sea Captains gegen das Schwergewicht Alliance. Im ersten Spiel des Viertelfinales der Joint Hunter Masters. Von daher ist da noch viel drin. Viel drin, viel drin. Pugi 12 zu 1. On fire. Aber auch Medusa mit 280 Lastsitz. Ja. Knapp 30 Lastsitz, 30 Minuten. Exzellent. Wir folgen. Also es folgt jetzt das Spiel Nummer 2. Alliance gegen 4AFC. Und dann werden wir schauen, ob 4AFC weiter durchzieht oder ob Alliance hier zurückkommen können. Viel Spaß, bis gleich.